Willkommen zurück zu der Heiligen Glatze und zu Mass Effect. Ja, wir sind zurück und haben noch zwei Nebenquests vor uns, bevor wir den Final Countdown einleiten. Tatsächlich denke ich, dass wir nach dem offiziellen Mass Effect Release noch dran sein werden. Aber, also nach dem offiziellen Mass Effect Andromeda Release. Allerdings, keine Sorge, ich werde auch rechtzeitig mit Andromeda beginnen. So, wir müssen nach Maron See. Maron See Cluster ist die Location, die wir suchen, nur weiß ich nicht genau. Vostok hört sich immer gut an. Wir reisen mal dahin. Vielleicht kriegen wir jetzt direkt wieder eine Eilmeldung. Bing, bing, bing. Ansonsten gucke ich nochmal in die Quest, aber ich meine, sie sagen nur Maron Seecluster. Ja, sieht schon mal ziemlich sagt man das? Ininformativ oder uninformativ? Ich habe keine Ahnung. Nicht so informativ, sagen wir es so. Ja, wir sollen Aferos bla 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 bla, haben wir was gefunden? Ja, das wissen wir. In den Log-Einträgen wurde das Matano-System, okay. Das heißt, wir müssen nach Matano, wer richtig liest, ist klar im Vorteil. Aber gut, ist jetzt auch ein bisschen was her. Matano, da reisen wir hin, das ist unser Ziel. Jetzt macht's Klonk. Und ja, wir sollten jetzt eigentlich bald schon da sein. So, fangen wir bei Supay an. Supay weist die Zusammensetzung eines Eiszwergplaneten auf, ist aber für solch einen Himmelskörper ungewöhnlich groß. Die dünne Atmosphäre besteht aus Krypton und Xenon. Die gefrorene Oberfläche ist durchsetzt mit versprengten Vorkommen an Kalium und Leichtmetallen, die durch kryovulkanische Prozesse an die Oberfläche befördert wurden. Supays vereiste Oberfläche wurde von passierenden Handelsschiffen oft als Trinkwasserquelle verwendet. Seitdem die Allianz ihren Anspruch auf Shaska erhoben hat, berechnen im Orbit platzierte Satelliten jeden auf der Welt landenden Schiff automatisch den entsprechenden Betrag für die der Oberfläche entnommene Wassermasse. Ja, das ist so Kapitalismus at its finest. Also das ist schon eine ganz, ganz krasse Nummer. ExoGenny hatte es nicht leicht, diese Satelliten einsatzfähig zu halten. Häufig kam es zu Unfällen durch Zusammenstöße mit Schiffen, ausgestoßenen Trümmerteilen oder Raketen. Ja, wir haben auf jeden Fall Magnesium gefunden, das heißt, wir zünden das alles an und schmeißen es unter Wasser als Falle für die Leute, die da Wasser klauen. Ja, sowas hasse ich ja in der deutschen Schrift. Generell in der... Was ist das? Ist das das römische Alphabet? Ich habe keine Ahnung gerade. Das arabische. Wir haben das arabische... Ist es das Arabische? Ich habe keine Ahnung. Wir hatten auf jeden Fall ein ganz komisches Alphabet. Iliapa kann es ja eigentlich nicht sein. Illapa müsste es sein. Illapa. Illapa ist ein rubinroter Wasserstoff-Helium-Gasriese, dessen ungewöhnliche Farbe durch die Verschmutzung der Atmosphäre zustande kommt. Vielen Dank nochmal für den Fun-Fact. Ich habe mir neulich unter den Kommentaren, in den Kommentaren sagen lassen, dass... die Rotfärbung der Erdenatmosphäre, die ich angesprochen habe, tatsächlich durch die Verschmutzung der Luft kommt. Und desto verschmutzter die Luft an einem Tag ist, desto roter die Atmosphäre. Mit ganz viel Hintergrund noch zu dem Bild, der Schrei. Ich habe es alles mir gemerkt, aber ich werde es jetzt nicht aufrollen. Vielen Dank, wieder was gelernt. Ja, zu dieser Welt gehören 120 Monde, eine der höchsten Gesamtzahlen unter allen bekannten Systemen. Sobald die Kolonisierung Chaskas im vollen Maße beginnt, wird im Ilapa-System vornehmlich auf dem großen Eismond Koniraya eine Infrastruktur für die Helium-3-Gewinnung errichtet werden. Ja, Helium-3, ganz, ganz wichtig, haben wir es schon gelernt. Apo ist eine felsige Welt voller vulkanischer Basaltgebirge, die ständig von geologischen Aktivitäten erschüttert wird. Zwar gibt es hier nicht viele aktive Vulkane, aber die Kontinentalplatten schieben unaufhörlich neue Gebirge auf, wodurch die Landschaft ständig verändert wird und sich neue Hänge bilden. Apo hat eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff und Kohlenstoffmonoxid. Aufgrund der ununterbrochenen Erdbeben und Erdrutsche ist die Erforschung der Oberfläche nicht empfehlenswert. Die trümmerbedeckten Wracks von einem halben Dutzend Forschungsschiffen bilden ein stummes Zeugnis für die Instabilität des Planeten. Ja, Chaska ist wahrscheinlich der für uns interessante Planet. Gehen wir erstmal nach Inti. Ist ein terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Ammoniak und Helium. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Natriummonoxid mit Vorkommen an Magnesium. Seine Dichte ist eher gering, weshalb er Montano in gebundener Ration umläuft. Inti ist eine wenig bemerkenswerte Welt, der kaum mehr als ein oberflächlicher Scan nach Liegeplätzen von Piraten zuteil wird, wenn Patrouillen der Allianz das System anfliegen.
Ja, und Jaska, viel gehört. Was gibt es denn hier? Oh, das sieht aus wie eine Gartenwelt. Jaska ist eine große Welt von geringer Dichte, die ihrem weiter innen liegenden Nachbarn Inti im Wesentlichen gleicht. Wie auch Inti umläuft Jaska Matano in gebundener Rotation, weil immer dieselbe Seite der Sonne zugewandt ist. Gibt es eine glühend heiße Tag- und eine eisige Nachtseite. In den gemäßigten Zonen um die Schattengrenze herum liegen die Temperaturen im Schnitt bei um die 30 Grad zusammen. Mit einer Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre erlaubt dieser schmale Streifen bewohnbaren Terrasse eine begrenzte Kolonisierung durch Menschen. Jaskas Ring ist einzigartig. Es hat den Anschein, als handelte es sich in Ermangelung eines besseren Ausdrucks um ein gewaltiges Stück außerirdischer Installationskunst. Die Ringe bestehen aus kleinen Stücken synthetischen Materials und sind vom Weltraum aus fast unsichtbar. Für einen Betrachter am Boden fangen sie das Licht Mantanus ein und streuen es auf malerische Weise. Es ist unbekannt, wann und von wem dieser Ring geschaffen wurde. Es ist gerade ein bisschen nervig. Ich komme die ganze Zeit aus dem Lesen raus, weil ich denke, es donnert im Hintergrund. Aber das sind die Nachbarn, beziehungsweise ich vermute die Nachbarskinder, die rumtrampeln wie die Irren. Ich hasse es. Jaska befindet sich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und es gibt kaum mehr als ein paar über die Oberfläche verstreute Pioniersteams. Man ist noch dabei, Informationen zu den örtlichen Gefahren und zur Ökologie zusammenzutragen, während auf der Erde eine gewaltige Rekrutierungswelle für Kolonisten vorbereitet wird. Ja, wir landen mal auf dem guten Planeten und hoffen, dass wir dort einige Infos finden über unser Ziel. Ja, wir haben ja Exogeny-Informationen mitgenommen und werden die hier mal suchen. Ja, wir machen die Quest, also das, was wir sonst auch machen. Das dauert immer so lange, mir das anzusehen, wie das Ding hier runterfällt. Wenn es wenigstens Abwechslung gäbe. Naja, die Planeten ändert sich. Das ist genau genommen Abwechslung. Ja, es gibt mehrere Zivilgebäude auf diesem Planeten. Gehen werde ich garantiert nicht. Fahren wir doch mal dahin und sehen uns das Ganze genau an. Und da haben sie wieder rumgetrampelt. Vor allem immer in so Salven. So. Es ist unglaublich. Ich meine, oh, holy shit, wir haben, ich sehe keine Uhr. Ich könnte auf die Steam-Uhr gucken, aber ich weiß nicht, ob die Aufnahme dann aufbricht. Wobei, links neben mir liegt mein Handy. Wir haben 6:30. Ah gut, ist noch nicht Bettzeit für die Blagen, denke ich. Sonst hätte ich gesagt, die müssten schon lange im Bett sein, die kleinen Scheißer. Aber wenn es bei mir geht, haben die Dinger eh mehr im Bett zu liegen, bis die erwachsen sind. Ich meine, so würden sie genau genommen am wenigsten nerven, oder? Naja. Wir wollen weiter, wir haben schon fast den Kamm hier überquert. Wir gehen nochmal den Hügel ein bisschen weiter rauf. Ich denke, dass wir jetzt gleich ins Tal müssen, aber ihr kennt ja meine Ansicht. Lieber hochpokern als zu tief. Ja, das sieht so aus, als wären das die Zivilgebäude, auch wenn die nicht wie Zivilgebäude aussehen, aber ist ja auch immerhin eine Kolonie, von daher passt das schon. Und schon wieder eine Salve. Ich verstehe nicht, was die Nachbarskinder machen. Ich meine, sind die allein zu Hause? Verlassen aus. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Gehen wir doch mal rein. Verlassen ist gut. Ausgeräuchert wohl eher. Naja. Wir können auf jeden Fall komplett reingehen. Das macht es interessant. Und Gegner, oder? Husks, okay. Scheint, als wären hier Geth am Werk gewesen, aber die Dinger machen wir kurz und prozessmäßig eiskalt und dann sollten wir Ruhe haben. Ich schmeiß mal eine Granate. Ja, das sieht nach Damage aus. Und wir sind tot. Wir sind tot. Ich weiß nicht wodurch, aber wir sind tot. Ich habe aber auch nicht auf die Energie geachtet, wenn ich ehrlich bin. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich an Ort und Stelle wieder. Weil wir müssen ein kleines Stück fahren. Super gemacht, Chef. Super gemacht. So, und wieder einsatzbereit. Ja, unter mir geht währenddessen das Salvengewitter immer noch vorwärts. Ich habe keine Ahnung, was die Viecher da machen, aber es ist echt nervig. Ich meine, ihr kriegt das zum Glück nicht mit, weil ich habe so Störgeräusche gar nicht gerne in meinen Aufnahmen. Nur das, was da unten abgeht, ist halt eine ganz andere Nummer. So, diesmal achte ich ein bisschen mehr auf meine Energie. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das eben war. Warum wir plötzlich von 0 auf 100 quasi nur rückwärts die Energie verloren haben.
Gut, der war auch noch hinter uns, scheint mir. Wir heilen mal durch, weil wir haben auf jeden Fall die Medikits. Wir können uns die Heilung leisten. Da hinten sind Viecher. Jetzt haben die nochmal Damage kassiert. So, unser Kroganer könnte auch mal ein bisschen rumkroganern. Ich meine, wofür ist es eine riesige, gefährliche, fleischige Killermaschine, wenn sie nur ihre umsteht und nichts macht? So, ich glaube, das war's fast, oder? Da ist noch einer, da ist noch einer. Und das sollte eigentlich jetzt Ruhe sein, oder? Musik ist ganz leise abgespaced im Hintergrund. Naja. Ja, ich denke, hier gibt es keine Überlebenden mehr. Das sieht ziemlich schlecht aus für die Kolonie, aber immerhin haben sie noch was zurückgelassen für uns. Also hat die Kolonie ja doch irgendwo Nutzen gehabt als Versorgungstruhe von Shepard. Der nimmt sich alles daraus, alles Kack-Items, die ich verschmähe und wahrscheinlich im Shop verramschen werde für Geld, das wir nie benutzen. Also, das war doch ein Leben, das sich hier gelohnt hat. Upsi, naja. Ja, man kann sich hier verklickern, wie man will. Es bringt nur nicht so viel. Na gut. Da waren noch Upgrade-Kits, die lernen wir auch noch. Wir gucken gar nicht rein, wir nehmen einfach alles mit. Ich glaube aber, dass wir hier oben, hier unten, hier im Gebäude generell nicht mehr viel finden werden. Ne. Gehen wir nochmal runter, gucken nochmal, ob wir da was finden. Haben wir einen Innenraum-Map? Ja, haben wir. Und ich glaube, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen Loot finden. Aber so Informationen zur Quest, denke ich, ist mau. Von da kamen wir. Das heißt, wir prüfen nochmal den Gang hier. Wir haben ein Medigil benutzt. Das haben wir gleich wiederbekommen. Nee, sieht wirklich mau aus. Hier ist zwar eine Tür abgebildet, aber man kommt nicht rein. Deswegen sind wir hier drin wohl fertig. Außer da hinten ist wahrscheinlich noch Loot. Die streuen den Loot ja gern quer über den Raum. Einmal Müll, vielen Dank. Ja, coole Kolonie hier. Ja, ich verstehe halt vor allem nicht, wir kommen halt von Kolonie zu Kolonie, die haben immer heftigere Waffen, aber die Waffen, die wir dort finden, sind zu dem Zeitpunkt, wo wir sie finden, inzwischen wieder Schrott. Das heißt, überall, wo wir bis jetzt waren, haben wir eigentlich nur zweitklassige Waffenschmuggler getroffen. Ich meine, normal kann das nicht sein, dass eine Kolonie hier bis an die Zähne bewaffnet ist. Wobei ich glaube, das kommt in Mass Effect sehr auf den Sektor an, weil es gibt bestimmt Sektoren, wo es mehr Feinde der Menschen gibt wie Freunde und mehr Piraten vor allem. Verwandelt worden sein. Na du? Ja, also es dauert wesentlich länger da. Holy shit, das war ein Power Booster. Es dauert länger mit dem MG drauf zu ballern, weil das Ding einfach nicht trifft, deswegen gerade nochmal drüber gefahren, beziehungsweise ihm den Powerboost gegeben. Und noch mehr von den Dingern. Juhu! Aber Granaten machen es möglich, wie gesagt. Vor allem so Sprengkörper sind immer sehr nice. So, der ist down. Der ist down. Der ist down. Ja, man sieht, die haben nicht so viel zu bieten. Aber machen trotzdem guten Schaden. Das muss man denen lassen. Ich ziehe mal alles, was ich noch an Schilden und so weiter habe und hau die auch noch mal über den Haufen. Wir haben auch noch Granaten ohne Ende, die wir reinschmeißen können. Nur zu nahe sollen die uns nicht kommen. Umschmeißen können wir die, glaube ich, auch. Yep. Also ähnlich wie die Torianischen Creeper kann man die relativ einfach ausschalten. Na gut, aber das war es hier unten wieder an Action, beziehungsweise hier im Gebäude. Hoffe ich, nehme ich an, weiß ich nicht. Wirklich viel kommt uns da nicht entgegen, aber wie gesagt, kann auch ganz gut sein. So, dann ist die Frage, eben haben wir ja wirklich eine Menge Loot auf dem zweiten Stockwerk bekommen. Ich wollte gerade sagen, ich rechne nicht damit, dass wir nochmal so viel bekommen. Erste-Hilfestationen sind jetzt mehr schlecht als recht, aber oh Gott, ich dachte gerade schon, es wären noch mehr Erste-Hilfestationen. Aber nein, wenigstens einen Waffenschrank, der zwar nicht so gut ist, aber wir nehmen alles mit. So, dann war es das mit diesem Stockwerk, mit diesem Gebäude, auf zur nächsten Kolonie und dann haben wir nur noch eine Nebenquest. Ja, ich feiere so ein bisschen, dass wir Mass Effect abschließen. Ich freue mich ja über jedes erfolgreich abgeschlossene Let's Play und das gibt immer meinem Channel so ein bisschen Geschichte, finde ich. Und deswegen habe ich das ganz gern. So, dann von hier kamen wir, aber hier ist auch noch Loot versteckt. Ein fehlerhaftes Objekt.
Warum haben Spieleentwickler fehlerhafte Objekte eingebaut? It's no bug, it's a feature. In diesem Fall stimmt das traurigerweise sogar. Was heißt traurigerweise? In diesem Fall ist es ja nicht traurig, aber es stimmt oft genug, leider. Gut, aber wir haben schon gesehen, die nächste und letzte Kolonie ist leider mal wieder auf einem Hügel, weil es ist eine super coole Idee, in so Spielen, auf so Maps, es auf die Hügel zu setzen, damit man nochmal einen Kilometer sich da hochschleppen muss und total Spaß dran hat, da hochzufahren. Naja, aber ich glaube, wir können hier relativ gut abkürzen über diesen Berg.